Willkommen, meine Damen und Herren, zum vierten Tag des Cheater-Experiments. Für diesen vierten Spieltag werde ich Inferno Train und Cash in den Pool nehmen. Ich sage hier wieder, wir spielen nicht auf Prime, also wir haben kein Prime und der Account ist ganz neu. Los geht's. Und da ist es Inferno geworden. Ja, neues. Jetzt werde ich einfach von der Blume begrüßt, okay? Sodele, im letzten Video hier auf dem Kanal ging es ja um dieses neue Anti-Cheat über diesen Beta-Branch. Und da war direkt die Frage, ob man das jetzt hier nicht auch einbauen könnte. Und gucken könnte, ob dann da irgendwie nur ganz wenige Hacker am Start sind. Ich kann gerne mit diesem Beta-Update auch ein paar Spiele machen, aber OBS wird dann nicht mehr erlaubt, das Spiel abzufilmen. Selbst wenn ich mit Cheat-Kompatibilitätsmodus oder Hook arbeite, darf OBS Counter-Strike dann nicht mehr direkt abfilmen. Ich kann es zwar über eine Bildschirmaufnahme machen, aber dann habe ich generell Leckerei des Grauens. Also ich habe überhaupt, wenn ich diese Beta lade und OBS anmache, ohne aufzunehmen, habe ich in-game noch 12 FPS. Sobald ich OBS ausmache, ganz normal 300. Und auch nur, wenn ich dieses Update geladen habe. Also für mich ist es leider nicht möglich, es aufzunehmen, wenn ich es mache, diesen Test. Ich kann gerne 3 Spiele mit diesem Ding spielen, aber dann kann ich sie für euch nicht aufnehmen. Dann kann ich euch nur bei einem weiteren Spiel, das ich wiederum aufnehme, dann einfach sagen, was passiert ist. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gerne hören wollt oder ob ich diesen Test für euch machen soll, ohne dass ihr ihn sehen könnt. Ich kann dann nur, wow, darüber berichten. Oder ob ich es einfach direkt lassen soll, eurer Meinung nach. So, hallo Team. Hallo, hallo. Oh ja, GLHF, das sind schon mal sehr gute. Das sind sehr, sehr gute Dödel, denn mit GLHF kann es eigentlich nur ein Win werden. Die Gegner geben eigentlich schon auf. Und ja, das hier ist das Giveaway-Knife aus Twitch. Das ist noch auf diesem Trade-Account, bis der Trade-Ban rum ist. Und da bekommt der Knife-Gewinner. Der freut sich schon wie ein Ochs. Aktuell gibt es diese Woche übrigens noch eine... die habe ich hier auch auf dem Account, M4. M4A4 Desolate Spaces Factory New. Uff! Kommt das mal so am Rande zu erwähnen. Jungs, bitte, hallo! Helmut. Weißt du, der Russe versteht den anderen Russen nicht und macht, what? Ich müde sie mal für die Runde, ich kann mir das nicht anhören. Ich brauche ein bisschen Ruhe so beim Zirkeln. Upper mid down, I've got the bomb. Let's go, B-Boys. Oh, he's up. He's half HP. Oh, die sind beide low. Oh, nö. He's half. Nice. Weißt du, ich hätte dem einen Deagle-Header gegeben und der andere direkt. Blue, what's your danke? What is your prägnante? It's skill, boar. Ich kann den Orangen fast gar nicht verstehen. Der redet so in seinen Wodka-Bart rein. Übrigens aktuell alles Kalin. Aber die Fadenkreuze sind echt heftig. Guck dir mal die 2 Fadenkreuze an. Ist ja fast so fett wie meins. Ne, die Hühner. Gut, er pimmelt den weg. Sehr gut. Schade, da habe ich jetzt zu spät hingeschaltet. Das sah aus wie ein komplett statischer Kampf auf der Map. Die stehen sich gegenüber. Da-da-da-dam! Pick one. Nice. You can plant. Wie gesagt, die Jungs sind vom Callen her nicht schlecht, aber zwischendurch dieses ganze Gelaber. Guck mal, da wird jetzt schon von Cheats gelabert. Welcher soll jetzt Cheats haben? Unser zweiter. Ich guck mal rein. Komm, wir gucken mal. Haribo macht Kinder froh. Was macht er jetzt? Hacks! Ja, das kann ich mir nicht geben. Die labern die ganze Zeit. Also ich habe nichts gegen die russische Sprache. Ich hab was gegen sprechende Leute. Egal welche Sprache das ist, fuck mich einfach ab, wenn man in-game labert, Alter. Ansagen, okay. Unterhalten, was man letztens im Aldi gekauft hat. Nein, ich sag einfach an und renn durch, aber ja, mehr mache ich nicht. Das wird mir sonst zu hart. Nice. Und Flashing City. So, City ist geflasht. Wir gehen voll drauf. Ist keiner da. Wahnsinn, haben die A gesackt oder was? Oh, wir haben da einen. Boah, fast bei Mate in die Rübe geballert, Alter. Purple, you can plan. You got the bomb, Purple. Ich hab noch 1 HP, sweet, man. Purple legt die Bombe nicht, weil er irgendwie besoffen ist. Er hat noch 14. Purple! Ich frage mich immer, ob die Leute, die dann hier so in dem Bereich spielen, also in den unteren Rängen, sage ich mal, ob die einfach grundsätzlich frisch sind oder ob das wirklich Leute sind, die Jahre spielen und schon jahrelang zum Beispiel nicht merken, dass sie die Bombe haben. Also einfach nie darauf achten. So, ach Gott, ich hab die Bombe, ich gehe einfach trotzdem vor und sterb oder so. Weil eigentlich ist es ja sowas erstmal nur der Fehler von ganz frischen Personen, weil sie sich damit auch nicht auskennen. Wir auch, ne? Klar. Man muss ja erstmal Erfahrung aufbauen. Aber man kann Erfahrung auch falsch... oh, da ist ja einer. Hallo. Man kann Erfahrung auch einfach falsch ansammeln und ablegen. Geht auch. Also ablegen in Form von... im Sinne von Speichern. One Shot. Ich überlege gerade, ob ich jetzt überhaupt kaufen soll. Weißt du, ich müsste eigentlich mal richtig früh sterben, um zu gucken, was die so treiben. Also... Unser Mate meint, dass unser anderer Mate, der Lila, nennt, dass der hackt. Von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ist das nicht der Fall. Aber ich habe ihn halt auch immer nur so am Ende, dann wenn überhaupt, gesehen.
So, pass mal auf. Ich habe mich jetzt direkt am Anfang der Runde legen lassen, um mal zu gucken, was Lila macht. Weil sie sagen, also meine Mates sagen, Lila würde hacken. Das ist echt so ein bescheuertes Fadenkreuz. Also er ist schon gut drauf, ne? Er ist schon gut drauf, wenn man sein sonstiges Crosshair-Placement sieht. Was er da so treibt. Ich habe es halt bis jetzt nicht sehen können, ne? Weil ich halt meistens das Schlachtvieh war, ne? Ich durfte nach vorne, ich habe ein, zwei Kills gemacht on site. Und dann werde ich gekillt, weil niemand kommt. Und dann verlieren sie auch noch schön die Runde, die Dödel. Und da konnte ich ihm nicht zugucken. Aber jetzt bin ich direkt am Anfang umgehustet worden. Und wir schauen Haribo mal noch so ein bisschen zu. Also achtet auch mal generell so auf sein Crosshair-Placement, ne? Okay, Yellow hat ihn geholt. Weiß nicht, der jetzt angesagt war. Wahrscheinlich war er dann in der letzten Sekunde angesagt von Yellow. Aber den habe ich halt gerade gemutet. Ich müsste eigentlich reinhören, aber die labern halt die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Babushka, Ich guck mal, was es hier oben so gibt, ob da einer reinkommt. Oh, da kommt der echte. Ey, du kleiner Pisspantoffel. Richtiger Magnus, mhm. Ja, geh du mal vor. Nee, nee, nee. Weißt du, er glaubt jetzt wieder, ich gehe vor. Und er kann dann abstauben, nicht mit mir. Was ist denn lang? So. So, ja, dann sollte ich. Also eigentlich müsste ich wieder sterben, damit ich dem richtig zugucken kann, dem Lilan. Aber ich will jetzt halt auch nicht jedes Mal gezielt sterben, um die Jungs zu überprüfen. Ich sterbe bestimmt nochmal vor ihm. Also. Ja, ich muss es ihm nicht drauf anlegen, oder? Oder würdet ihr sagen, scheiß auf deinen. Nee, nee, nee. Wenn ich auf meinen Score scheißen würde, ich muss ja schon Gas geben, weil sonst würde ich mir einen Smurf machen. Sonst würde ich ja mit Absicht schlecht mich einranken lassen. Das will ich nicht. Ich will schon, dass es hier mit rechten Dingen zugeht. Oh mein Gott. Ich will schon, dass es hier mit rechten Dingen zugeht. Okay, pass auf. Da ist er ja, der lila Boy. Er aimt halt so bescheuert irgendwie. Er guckt auch ganz lange durch die Wand. Ne? Also oftmals ist da niemand, wo er hinschaut. Aber er guckt trotzdem, so wie eben auch, kurz durch die Wand. Oder an die Wand. Ich will ihm das jetzt nicht zwingend direkt schon vorwerfen. Ist ja krass. Das ist echt wie ein krasses Overwatch hier ohne X-Ray. Er spielt halt sonst so dödelmäßig. Und Gelb chillt bei unserem Spawn mit dem Knife in der Hand. Orange chillt auch. Aber gut, der aimt ab. Aber ich glaube, Gelb aimt nicht ab. Scheiße, das habe ich nicht verpasst. Das ist ja wie ein Standard-Spray aus. Also ich glaube nicht, dass er da ist. Die Headshots irgendwie mit einem Bums reingemacht hat. Also, ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht. Ich muss noch ein bisschen gucken. Ich muss noch ein bisschen gucken. Es ist auf jeden Fall schon mal nicht so wie in der ersten Runde, wo wir direkt Spinbotter bei uns und dem Gegnerteam hatten. Natürlich ist es so, dass wenn jemand wirklich mit einem sehr teuren Legit-Hack arbeitet, das kann ich eh nicht erkennen. Das kann man nicht sehen. Also, oder das können dann nur wirklich absolute Profis sehen oder so. Keine Ahnung. Also, ich denke, ich kann das nicht erkennen. Wenn jemand einen richtig krassen 8 Milliarden Euro Legit-Hack hat, das werde ich nicht herauslesen können. Das heißt, wir laufen natürlich immer Gefahr, dass jemand dabei ist, von dem wir nicht wissen, ob er jetzt hackt oder nicht. So jemand würde einem aber auch so oder so nicht auffallen. Ja, ne, also wisst ihr, was ich meine? Wenn Spieler von Leuten sprechen, die gehackt haben, dann sprechen sie ja nicht von Leuten, bei denen sie sich nicht sicher sind, sondern sie sagen, da hat mich einer umgespinnt oder sonst was. Ne? Guckt euch mal sein Aim, sein Crosshair Placement an. Er guckt durch, geht auf den Boden. Sind da die Gegner oder was auf dem Boden? Also manchmal ist es extrem. Und Gelb ist AFK. Mhm. Also einer von den B-Spielern ist eine AWP. Ja, okay. Wie hat er jetzt da hingeguckt? Hat er den schon gesehen? Alter, ich habe halt echt no fucking money. Can you drop the purple? Er schreibt, okay, aber droppt nicht. Okay, die Jungs stehen durch, alles klar. Sehr schön, Männer. Dann einfach mal drauf mit uns, komm. Die IOP snack ich mir mal, wo ist die hin? Da ist er. Und dann gucken wir mal, was so geht, ne? Schau, das coming, wer close. Und weg ist er, der Dödel. Ja, also Purple ist merkwürdig. Purple ist wirklich merkwürdig. Bei den Gegnern ist überhaupt nichts. Die sind handsam. Wobei wir uns für die Zukunft jetzt einmal festlegen sollten, wenn ich sage, da ist nichts, dann sage ich, da ist nichts, was man sieht. Also ich gehe davon aus, dass dann da kein Hacker im Gegnerteam ist. Klar, wie gesagt, Legit Hacking sehe ich vor allem bei den Gegnern. Also das kann ich nicht sehen. Das geht nicht. Das kann niemand sehen. Das wirkt wie ein guter Spieler, könnte auch einfach ein guter Spieler sein, von daher werde ich da natürlich nicht drauf eingehen. Wenn jemand einfach nur gut drückt, aber halt nichts Unmögliches macht oder sowas, dann ist das halt einfach nur ein guter Spieler. Weil sonst hätte man ja, so wie leider viele glauben, immer einen Hacker im Team oder im Gegnerteam, wenn jemand einfach nur gut ist. Lass man das mit. Ja, komm, ich flash ihn einfach mal, ich gehe zu meinem Mate. Nee, 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 nee. Wir sind jetzt ziemlich krass am Absmoken. Er hat gesmoked, hat geflasht. Er ist taktisch auf jeden Fall versiert, der Grüne.
Na, geht ihr ruhig vor, wenn ihr rennen müsst, ihr Dumpfbacken, Alter. Ich schleiche mich da gerade so schon an, dann aimt die AWP da hoch, Alter, nicht mit mir. Ja, merkt ihr was? Schon ist die AWP da. Hop down. Keine ist lang. Hä, ist der weggerannt? Ich glaube, der ist fort. Weil Orange ist auch bei City jetzt schon durch und hätte ihn eigentlich schon längst klatschen können, wenn er da gewesen wäre. Yellow ist alles noch AFK, also den drücke ich jetzt gleich auf Brief rein, dem Yellow Boy. Denn so geht es nicht. War klar, dass es einer von den Labertaschen ist. Es war einfach so klar. Griefing, you shit. Vergesst es nicht, die Leute zu reporten. Also vor allem auch, wenn es so Sachen sind wie Griefing, wo man sich dann vielleicht, also wo sich manch einer vielleicht sagt, ah, ist ja nicht so schlimm. Ey, direkt reindrücken. Also nach, wenn euch der Geduldsfaden platzt, dann direkt reindrücken. Weil das halt natürlich das Spiel zerstört, ja, wenn Griefer auch einfach weiterhin spielen dürfen. Das darf natürlich nicht sein. Guck mal, hier ist wieder unser Freund mit dem niedrigen Crosshair Placement. Da sind zwei auf Mitte, von denen er weiß. Die wurden angesagt. Ich glaube sogar einer von denen ist Half. Das müsste er auch wissen. Also eigentlich könnte er einfach ran, aber er will wohl auf den Plant gehen, auf Nummer sicher gehen. Er wird gleich auseinandergenommen. Oh, ja. Von zwei Seiten kann man halt nicht viel machen, ne? Headshot wieder mit der SG, die ja bekanntermaßen, wenn man Dauerfeuer macht, nach hinten schießt. Mit dem Ding trifft man wahrscheinlich viel eher aus Versehen in den Kopf, als dass man halt irgendwie, keine Ahnung, gerade ausschießt, wo man hinschießen möchte. Na komm, lass den kicken. Er soll ab. Also mit dem Bot wären wir hier wirklich besser aufgehoben. So, ich gehe mal auf den Plant, ganz lässig. I think he's going long. Jetzt kommt der Mate mit der AWP hier zu mir. Das ist aber auch ein richtiger Gauner. Moin. Hey, Gabi. Uff. Ich hab gesagt, ich geh B. Alle gehen B. Übrigens sind alle Skins, also mir fällt gerade auf, alle Skins, die hier auf dem Account sind, sind für die Giveaways. Das ist ja der Trade-Account, also von daher ist es praktisch eine wandelnde Werbeplattform für die Giveaways auf Twitch, meine Damen und Herren. Ja, so sieht's aus. Jetzt aktuell haben wir hier ein Ding drin. Das hier ist die aktuelle Desert Space, die übrigens im Ding drin ist, im Stream gerade, im großen Giveaway. Oh, One-on-One, ist das nicht der Lowboy? Ja. Der ist low, so wie er. Orange spielt auf jeden Fall auch ganz normal. Das sieht gut aus. Ich habe mir jetzt natürlich trotzdem am meisten hier Lila angeschaut, weil er halt der ist, dem das unterstellt wurde, dass er hacken würde. Ihr habt es ja gesehen. Ihr könnt natürlich da auch gerne in die Kommentare reinhasseln, was ihr glaubt, was er wohl hatte, also ob er anhatte und wenn ja, was. Ich muss mir noch ein bisschen anschauen. Man kann halt nicht in die Richtung argumentieren, er ist vielleicht jemand, der auch einen dritten Account hat und halt eigentlich, was weiß ich, LELM oder sowas ist, oder vielleicht sogar Global und deswegen so gut spielt, weil sein Crosshair Placement halt, das ist wie bei jemandem, der Minecraft spielt, also ist komplett Lellebebel auf den Boden guckend halt. Der spielt wahrscheinlich in seiner Freizeit viele Spiele, wo man auf dem Boden irgendwas suchen muss. Und ist dann hier zum harten Training, der Haribo. Ich muss leider weiterhin auf A, denn die sind zu doof, um auf Calls zu hören. Also ich kann voll und ganz verstehen, wenn Leute sagen, sie stucken hier in der Elo fest. Das ist grauselig. Das ist wirklich grauselig, wie das Teamplay hier so vonstatten geht, nämlich gar nicht. So, later. Hello there. Noch einer. Oh Gott, oh Gott. Oh, ne, er läuft. Man hat sogar gesehen, dass er, ich glaube, er ist beim Schießen trotzdem noch auf Weg geblieben. Und ist gegen das Geländer gelaufen, ne? Jetzt eko ich hier mal so ein bisschen rein. Oh, da wird nicht gelegt, es wird sich an nichts gehalten. Aber vielleicht stirbt er ja gleich. Oh, schade, er lebt noch. Ich bin mir bei dem ganz, ganz unsicher. Ich bin jetzt im Moment auch einfach durchgehend halt alive und kann bei ihm nicht richtig reingucken. Ja. Wie gesagt, wenn ich mich zu oft mit Absicht killen lasse, um bei ihnen reinzugucken, dann ist das Smurfen. Also dann mache ich mir einen Smurf-Account. Das kann ich auch nicht machen. Ich habe am Anfang schon genug Runden gefressen, wo ich deswegen halt direkt nackt mit hochgelaufen bin. Komm, scheiß drauf. Guck mal nochmal eine Runde bei ihm rein. Also es ist nur noch ein Gegner leider. Gut, das war jetzt unaussagekräftig. Mist, nur noch eine Runde. Ich muss mich eigentlich jetzt direkt umbringen lassen. Was würdet ihr sagen? Glaubt ihr, er hackt? Also von den Kills her sticht er auf jeden Fall nicht raus. Wir stehen alle gleich. Das ist, das geht eigentlich klar. Komm, jetzt holt man noch eine Runde rein. Oh nee, er ist auch tot. Nein! Komm, bitte, verliert die Runde. Verliert, ich muss gucken. Die restlichen Jungs sind auf jeden Fall in Ordnung. Die Gegner durch die Bank weg, da ist nichts. Tja, was machen wir da jetzt? Ich würde sagen, da wir an das Gute im Menschen glauben, sagen wir einfach mal, der hat er nicht an und haken dieses vierte Spiel als Hack frei ab, oder? Oder gibt es viele Gegenstimmen, die sagen, oh, Purple war so verhackt, der hat zwar nicht viele Kills gemacht, aber ich schwöre dir. Ich hake das jetzt für mich auf jeden Fall als Cleanup. Das heißt, das erste Spiel komplett verhackt. Das zweite
komplett clean. Das dritte, am Ende macht mein Mate an und ein Gegner wahrscheinlich auch. Und im vierten, wieder komplett clean. Ohne Beta-Branch oder sonstiges. Und ohne Prime. Also, ich muss sagen, im Moment, es geht. Ich meine, gut, in jedem zweiten Spiel ein Hacker ist schon trotzdem kräftig deftig. Auf jeden Fall. Also schlecht. Aber immerhin halt nur in jedem zweiten, ne? Wir schauen einfach mal, wie Tag 5 so laufen wird. Aktuell stehen wir auf Private Rank 3, also es wird noch ein bisschen dauern, bis Prime am Start ist. Das heißt, wir werden noch ordentlich oft in den Genuss dieser Non-Prime-Spiele kommen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, aktuell im Livestream gibt es die M4A 4 Desolate Space in FN im großen Giveaway und generell halt kleine Geschichten in den täglichen Giveaways. Der Stream ist auf Twitch, Link steht in der Beschreibung, im Stream wird über Commands und die Mods erklärt, wie man an den Giveaways teilnehmen kann. Ist ganz einfach und kostenlos. An dieser Stelle natürlich wieder ein ganz großes Dankeschön an meine Patreons. Badwolf, Seiyakuza, Danana, Seppel, GeForce und meiner Swin. Und natürlich noch an meine YouTube-Kanalmitglieder ChaosDemon und Angrab. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid echt heftig mit Dudes. ChaosDemon, da du ja bald die 12 Monate voll hast, wird ein Special-Video dann auch über dich erscheinen oder für dich erscheinen. So wie auch bei Angrab. Und das für meiner Swin muss ich auch noch machen. Der ist zwar jetzt gerade kein Mitglied mehr, aber trotzdem war er eben 12, 13 Monate Mitglied. Vielen Dank fürs Zusehen. Kommentare, Daumen nach oben, Pipapo, hin und her, Shazam.